Henning von Tresckow war einer der entschlossensten Gegner Hitlers in der Wehrmacht und eine der zentralen Figuren des Widerstands. Klaus Schenk Graf von Stauffenberg überstrahlt ihn heutzutage, da er das Attentat vom 20. Juli durchführte. Von Tresckow war jedoch schon lange vor Stauffenberg aktiv im Widerstand und hätte Hitler mehr als einmal fast umgebracht, doch Hitler überstand alle Attentatsversuche. Werfen wir einen Blick auf Henning von Tresckows Leben. Henning Hermann Robert Karl von Tresco kam am 10. Januar 1901 auf die Welt. Er entstammte einer streng protestantischen preußisch-märkischen Adelsfamilie, aus der über einen Zeitraum von 300 Jahren 21 Männer Generäle in der preußischen Armee wurden. Sein Vater Hermann von Tresco erlebte als junger Soldat die Kaiserkrönung im Spiegelsaal von Versailles im Jahr 1871 und beendete seinen Dienst als General der Kavallerie in der preußischen Armee. Traditionen waren in diesem Haushalt wichtig, beherrschten jedoch nicht das Leben. 1916 oder 17, die Quellen variieren hier, meldete sich von Tresco als Jugendlicher nach dem Notabitur freiwillig für den Ersten Weltkrieg. Er diente bei der Infanterie und war als 17-jähriger bereits Leutnant und Zugführer einer Maschinengewehrkompanie. Er erhielt zudem das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. Nach dem Waffenstillstand kehrte sein Regiment nach Potsdam zurück und wurde nach einer letzten Parade vor ihrem Kommandeur Prinz Eitel Friedrich von Preußen, einem Sohn von Kaiser Wilhelm II., aufgelöst. Von Tresco blieb jedoch beim Militär und trat ins neue Potsdamer Regiment ein. Im Januar 1919 war er an der Niederschlagung des Spartacus-Aufstandes beteiligt. 1920 verließ er das Militär und begann ein Studium der Rechts- und Staatswissenschaften sowie der Finanzwirtschaft. Ab Januar 1923 arbeitete er in einer Berliner Bank und erlebte dort die Hyperinflation quasi an vorderster Front mit. 1924 ging er mit einem Bekannten auf Weltreise und war von der stark antideutschen Stimmung in Frankreich und Großbritannien schockiert. Er besuchte große Städte in Europa sowie Nord- und Südamerika, bevor er die Reise aus privaten Gründen abbrechen musste. Die Jahre außerhalb des Militärs verschafften von Tresco eine weltoffene Perspektive, die manchem Berufsmilitär fehlte. Er sprach außerdem fließend Englisch und Französisch. Im Februar 1926 kehrte er mit Unterstützung des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg ins Militär zurück und wurde als Leutnant Zugführer im Infanterieregiment 9. In der Einheit dienten sehr konservativ eingestellte Offiziere, die der Weimarer Republik kritisch bis ablehnend gegenüberstanden auch von Tresco sah die Weimarer Republik damals bestenfalls als Übergangslösung. Er selbst favorisierte damals die Wiedereinführung der Monarchie. Von Tresco gelang es schnell sich gut innerhalb des Militärs zu vernetzen und vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. 1928 wurde er zum Oberleutnant befördert. Dem Nationalsozialismus stand er anfangs positiv gegenüber. Er war vom nationalen Gedanken, der Volksgemeinschaft und der Aufrüstung beeindruckt. Konnte jedoch mit dem Antisemitismus der Rassenlehre und dem Gerede über Lebensraum nichts anfangen. Trotzdem unterstützte er anfangs die NS-Bewegung. Gerade die Bekämpfung des Versailler Vertrages war ihm wichtig, was die Nazis ja deutlich auf ihre Fahnen geschrieben hatten. Am 21. März 1933, dem Tag von Potsdam, paradierte von Trescos Einheit vor Präsident Hindenburg und Reichskanzler Adolf Hitler. Zu diesem Zeitpunkt war er ein Anhänger der NS-Bewegung und war überzeugt davon, den Anfang eines großen neuen Deutschlands zu erleben. Am 1. Mai 1934 wurde er zum Hauptmann befördert. Sein Vertrauen in die NS-Bewegung wurde durch die Röhm-Affäre am 30. Juni 1934 erschüttert. Die Morde an den Generälen von Schleicher und von Bredo, die Gelassenheit der aktiven Generäle diesbezüglich, die offensichtliche Willkür, mit der Hitler diese Aktionen durchführte und später rechtfertigte. All das führte bei von Tresckow zu einer inneren Distanzierung und kritischen Betrachtung des NS-Regimes. Im Oktober 34 begann er seine Ausbildung zum Generalstabsoffizier, die er 1936 als Jahrgangsbester abschloss. Er kam zudem in Kontakt mit General Ludwig Beck. Ab 1936 diente er dann als Generalstabsoffizier im Kriegsministerium und war verantwortlich für die Aufmarschplanung gegen die Tschechoslowakei. Er baute vertrauensvolle Kontakte zu weiteren hohen Offizieren auf, so zum Beispiel die Generäle Fritsch und von Mannstein. Im Jahr 1938 erschütterte die Blomberg-Fritsch-Affäre die Wehrmacht. Hitler entledigte sich führender kritischer Militärs und ersetzte sie durch loyale nationalsozialistisch gesinnte Offiziere, wie zum Beispiel Wilhelm Keitel. Von Tresco wollte das Militär nun verlassen und besprach dies unter anderem mit General Erwin von Witzleben. Dieser redete ihm das aus und ließ ihn wissen, dass es Kreise im Militär gäbe, die Aktionen gegen die Gestapo und die SS planten und dass Männer wie von Tresco dafür gebraucht würden. Von Tresco hatte somit seinen ersten Kontakt zum militärischen Widerstand hergestellt. Das Jahr 1938 brachte weitere Ereignisse, die von Trescos Vertrauen in den Staat immer mehr erschütterten. Das Kriegsrisiko, das Hitler leichtfertig während der Sudetenlandkrise einging, ließ von Tresco erkennen, dass Hitler ein strategischer Amateur war, der eine unvorbereitete Wehrmacht ins offene Messer laufen lassen würde. Die Reichskristallnacht vom November 1938 machte von Tresco fassungslos vor Entsetzen. 1939 verließ er das Ministerium und kam in den Truppendienst. Hier lernte er Fabian von Schlaprendorf kennen, der später ein enger Verbündeter im Widerstand werden sollte. Von Schlaprendorf hatte Kontakte nach London und ließ von Tresco wissen, dass die Briten Deutschen den Krieg erklären würden, sollte Polen angegriffen werden. Beiden war klar, dass man Hitler loswerden müsste, um einen Krieg zu verhindern, doch fehlten ihnen die Mittel und die Ideen. Als der Krieg ausbrach, diente von Tresckow in der 228. Infanteriedivision. Er wollte zunächst alles tun, um den Krieg zu gewinnen, um danach Hitler loszuwerden. Im Gegensatz zur NS-Propaganda betrachtete er den Sieg über Polen aufgrund des deutlich schwächeren Gegners als nicht sonderlich bedeutsam. Zudem bekam er genügend von den Gräueln gegen die Polen mit, um erstens endgültig innerlich mit dem NS-Regime zu brechen und zweitens erschüttert zu sein über die Gleichgültigkeit der Wehrmachtsführung diesbezüglich. Im Oktober 1939 kam er auf Betreiben von General von Mannstein in die Führungsabteilung der Heeresgruppe A unter General von Rundstedt. Seine Gespräche mit den beiden Generälen bezüglich eines militärischen Widerstandes blieben jedoch ergebnislos. Er bekam mit, wie Hitler noch im Herbst 39 eine Offensive gegen Frankreich starten wollte, obwohl die Truppe nach dem Polenfeldzug dringend mehrere Monate Ruhe und Erholung benötigte. Sein Eindruck, dass Hitler ein militärischer Dilettant war, verfestigte sich. Im Rahmen seiner Aufgabe in der Heeresgruppe unterstützte er von Manstein bei der Ausarbeitung des Planes zum Feldzug gegen Frankreich. Über den anschließenden Sieg konnte er sich nicht wirklich freuen. Wörtlich sagte er, wenn Churchill Amerika zum Kriegseintritt bewegen kann, werden wir langsam aber sicher durch materielle Überlegenheit zerquetscht werden. Alles, was uns bleiben wird, ist das Kurfürstentum Brandenburg, und ich werde Chef der Palastwache werden. Als er im Frühjahr 1941 von den Planungen erfuhr, die Sowjetunion anzugreifen, war er zutiefst entsetzt. Er nannte den Plan eine Amateurstrategie und befürchtete das Schlimmste. Er diente jetzt im Hauptquartier der Heeresgruppe Mitte, wo er gleichgesinnte Leute um sich scharte, so zum Beispiel Fabian von Schlaprendorf, Rudolf Freiherr von Gersdorf, Heinrich Graf von Lehndorf, Hans Graf Hardenberg und Bernd von Kleist. Der Stab der Heeresgruppe Mitte wurde eine Art Widerstandszentrum gegen Hitler. Die sofort nach dem Einmarsch einsetzenden Gräueltaten gegen die sowjetische Zivilbevölkerung, die Umsetzung des verbrecherischen Kommissarbefehls und die Verwicklung der Wehrmacht in Kriegsverbrechen der SS und SSd lehnte von Tresco scharf ab. Er war jedoch in keiner Position, dies irgendwie zu verhindern oder zu beeinflussen, und war daher zur Tatenlosigkeit gezwungen. Von Tresco versuchte stattdessen weiterhin hohe Generäle für den Widerstand zu gewinnen, so zum Beispiel sein Onkel General von Bock. Er hatte damit jedoch kein Glück. Im Juli 1941 lernte er Stauffenberg kennen und schätzte ihn korrekt als Anti-Nazi ein. Im September 41 kam es über seinen Freund Fabian von Schlaprendorf zur Kontaktaufnahme mit der Widerstandsgruppe um General Beck und den ehemaligen Leipziger Bürgermeister Gördeler. Diese waren begeistert, von einer Widerstandszelle aus aktiven Frontsoldaten Kenntnis zu bekommen. Sie selbst waren damals hauptsächlich mit General von Witzleben in Frankreich vernetzt. General Beck versuchte nun mit Hilfe von General von Kluge und General Olbricht konkrete Schritte zu unternehmen, um Hitler über das Feld her zu beseitigen. Beck und Gördeler planten damals jedoch kein Attentat, sondern wollten Hitler entmachten und vor Gericht stellen. Zu diesem Zeitpunkt litt der Widerstand jedoch darunter, dass viele opportunistisch eingestellte Offiziere die Siege der Wehrmacht genossen und daher überhaupt keinen Grund für ein Vorgehen gegen Hitler sahen. Die Kriegsverbrechen nahmen sie hin, beziehungsweise kritisierten sie nur privat, ohne dagegen vorzugehen. Von Tresco dagegen quälte sich mit diesem Wissen und dachte voraus. Im November 1942 nannte er das Vorgehen der SS in Russland in einem Brief, Zitat, »die planmäßige Ausrottung von Menschen«. Schon 1941 hatte er gesagt, dass sollte der Kommissarbefehl nicht zurückgenommen werden, das deutsche Volk eine Schuld auf sich laden würde, die die Welt für hundert Jahre nicht vergessen würde, und dass diese Schuld nicht nur auf Himmler und Hitler, sondern auf allen lebenden Deutschen und ihren Nachfahren lasten würde. Ebenfalls im Dezember 1941 sagte er Ich würde dem deutschen Volk gerne den Film Deutschland am Ende des Krieges zeigen. Vielleicht würden die Leute dann erschrecken und verstehen, Wohin wir uns bewegen. Die Menschen würden mir zustimmen, dass der oberste Kriegsherr Hitler beseitigt werden muss. Aber da wir diesen Film nicht zeigen können, werden die Leute wieder die Dolchstoßlegende bringen, sobald wir gegen Hitler vorgehen. Nach der schweren Niederlage bei Stalingrad gab es jedoch sowohl in der Bevölkerung als auch in der Generalität einen Stimmungsumschwung. Eine mögliche Kriegsniederlage wurde jetzt als realistische Möglichkeit betrachtet. Ende Januar 1943 kam es in Berlin zu einem großen Treffen der Widerstandskämpfer, unter anderem von Tresco, Beck und Gördeler. Von Tresco überzeugte die anderen, dass man Hitler mit einem Attentat aus dem Weg schaffen müsste. Beck und Gördeler waren von dieser Methode immer noch nicht vollständig überzeugt. Trotzdem bereitete von Tresco sowohl ein Pistolen- als auch ein Bombenattentat vor. Es gelang ihm, Hitler zu einem Frontbesuch bei der Heeresgruppe Mitte am 13. März 1943 zu bewegen. Der Befehlshaber General von Kluge beschwor von Tresco während des Besuches, nichts zu tun. Seiner Meinung nach war es noch zu früh für ein Attentat. Das deutsche Volk würde das nicht verstehen, und ohne Hitler und Himmler gleichzeitig zu beseitigen, könnte ein Bürgerkrieg zwischen SS und Wehrmacht die Konsequenz sein. Daher entschloss sich von Tresco, das Attentat per Bombe anstatt per Pistole durchzuführen. Zwei Bomben wurden in Hitlers Flugzeug einer Focke-Wulf 200 deponiert und während Hitlers Rückflug hätten diese explodieren sollen. Allerdings froren aufgrund der großen Kälte die Zünder ein. Von Tresco ließ die Bomben bergen und versuchte nun ein paar Tage später, Hitler mit Hilfe von Rudolf Christoph von Gersdorf bei einer Ausstellung erbeuterter Waffen am 21. März 1943 in die Luft zu sprengen. Hitler hastete jedoch in nur wenigen Minuten durch die Ausstellung und gab dem Attentäter keine Gelegenheit, seinen Plan durchzuführen. Ein Frustrierter von Tresco stellte im April 1943 fest, dass der Zeitpunkt für ein Attentat gegen Hitler verstrichen war. Er warf sich vor, kein Pistolenattentat, welches vielversprechender gewesen wäre, durchgeführt zu haben. Im Folgenden bemühte er sich, auf eine Position versetzt zu werden, in der er Zugang zu Hitler hatte, war damit jedoch erfolglos. Erst jetzt weihte er seine Frau Erika von Falkenhayn, Tochter des Stabschefs der deutschen Armee im Ersten Weltkrieg, Erich von Falkenhayn, in seine Pläne ein. Sie reagierte entsetzt, er konnte sie jedoch von der Notwendigkeit seines Handelns überzeugen. Er bearbeitete zudem weiterführende Generäle wie von Mannstein und von Kluge, die jedoch passiv blieben. Sie stellten sich zwar für eine Administration nach Hitler zur Verfügung, wollten mit dem Umsturz jedoch nichts zu tun haben. Von Tresco begann mit Verachtung über die hohen Generäle zu sprechen, die den Untergang kommen sahen und nichts dagegen taten. Andererseits blieben sie schweigsam und meldeten von Tresco nicht. Ende Juli 1943 wurde von Tresco in die Führerreserve versetzt. Die Heeresgruppe Mitte fiel damit als Zentrum des Widerstands aus. Tresco baute neue Kontakte in Berlin auf und stärkte vor allem General Beck den Rücken. Neue Bewegung gab es erst, als im Herbst 1943 Italien kollabierte und die Seiten wechselte. Von Tresco wurde nun zum Antreiber des Widerstands. Der Valkyre plan wurde überarbeitet und Vorbereitungen für einen Umsturz nach einem Attentat getroffen. Das Ersatzheer sollte so manipuliert werden, dass es durch entsprechende Befehle im Sinne der Widerstandskämpfe agieren würde. Was nun fehlte, waren ein Plan und eine Gelegenheit für ein Attentat. Zudem fehlte es weiter an Verbündeten unter der hohen Generalität. Auch die Generäle Stülpnagel und Guderian verweigerten sich einer aktiven Rolle. Ab September 43 arbeitete von Tresco eng mit Stauffenberg zusammen. Stauffenberg war es, der schließlich Beck und Gördeler von der Notwendigkeit eines Attentats überzeugen konnte. Schließlich gelang es den Widerständlern, General Stief zu einem Selbstmordanschlag auf Hitler zu überzeugen, doch Stief zögerte im entscheidenden Augenblick und handelte nicht. Im Oktober und November 1943 diente von Tresco als Chef eines Grenadierregimentes. Danach wurde er Chef des Stabes der Zweiten Armee und konnte nun wieder mehr für den Widerstand arbeiten. Er bearbeitete auch weiterhin General von Mannstein, allerdings ohne Erfolg. Von Tresco entwickelte immer wieder Pläne für Attentate, die doch aus verschiedensten Gründen scheiterten, beziehungsweise gar nicht erst zur Ausführung kamen. Trotz all seiner Bemühungen bekam er keinerlei Zugang zu Hitler und im Stab der Zweiten Armee konnte er keine neuen Gesinnungsgenossen rekrutieren. Im April 1944 befand er sich ein letztes Mal in Berlin. Er stellte frustriert fest, dass ein Attentat Deutschland wohl nicht mehr retten könnte, allerdings gab er nicht auf. Zur Begründung sagte er: Das Attentat muss erfolgen. Sollte es nicht gelingen, so muss trotzdem in Berlin gehandelt werden. Denn es kommt nicht mehr auf den praktischen Zweck an, sondern darauf, dass die deutsche Widerstandsbewegung vor der Welt und vor der Geschichte unter Einsatz des Lebens den entscheidenden Wurf gewagt hat. Alles andere ist daneben gleichgültig. Treskos zweite Armee war der einzige Verband der Heeresgruppe Mitte, der die sowjetische Sommeroffensive des Jahres 1944 intakt überstand. Ihr oblag die Aufgabe, wieder eine stabile Front im Osten aufzubauen. Als Stabschef hatte von Tresco einen guten Einblick in die Lage an der Ostfront und ihm war die Aussichtslosigkeit der Bemühungen nur allzu bewusst. Ebenso war ihm klar, dass die Kriegsniederlage nicht mehr abzuwenden und auch zeitlich nicht mehr allzu lang auf sich warten lassen würde. Aufgrund seiner Arbeitsbelastung konnte er nicht aktiv am Attentat am 20. Juli teilnehmen. Für den Fall eines Erfolges war er als Polizeichef vorgesehen und hätte damit Heinrich Himmler abgelöst. Am Nachmittag des 20. Juli erfuhr er, dass der Anschlag gescheitert war. Ohne zu zögern, erschloss sich von Tresco Selbstmord zu begehen. Er wollte damit seine Kameraden schützen, selbst der Folter entgehen und anderen ermöglichen, alles ihm anzulasten. Seine letzten Worte zu seinem Freund Fabian von Schlaprendorf waren diese. Jetzt wird die ganze Welt über uns herfallen und uns beschimpfen. Aber ich bin nach wie vor der felsenfesten Überzeugung, dass wir recht gehandelt haben. Ich halte Hitler nicht nur für den Erzfeind Deutschlands, sondern den Erzfeind der Welt. Wenn ich in ein paar Stunden vor Gott trete und verantworten muss, was ich getan und nicht getan habe, werde ich in der Lage sein, meine Handlungen im Kampf gegen Hitler zu vertreten. Wenn Gott einst Abraham verheißen hat, er werde Sodom nicht verderben, wenn auch nur zehn Gerechte darin seien, so hoffe ich, dass Gott auch Deutschland um unseretwillen nicht vernichten wird. Niemand von uns kann über seinen Tod Klage führen. Wer in unseren Kreis getreten ist, hat damit das Nessushemd angezogen. Der sittliche Wert eines Menschen beginnt erst dort, wo er bereit ist, für seine Überzeugungen sein Leben herzugeben. Mit Nessushemd machte von Tresco eine Referenz zu klassischer griechischer Mythologie. Das Nessushemd ist ein vergiftetes Kleidungsstück, welches denjenigen, der es trägt, unter großen Schmerzen tötet. Im Morgengrauen des 21. Juli täuschte er nahe der Front einen Überfall durch Partisanen vor und nahm sich mit einer Granate das Leben. Er starb im Alter von nur 43 Jahren im Rang eines Generalmajors. Von Trescos Beteiligung am Attentat wurde zumindest teilweise vom NS-Staat aufgedeckt. Am 4. August 1944 wurde er posthum aus der Wehrmacht ausgeschlossen. Seiner Frau wurde gesagt, dass er der geistige Anführer der Verschwörer gewesen sei. Sie wurde für sieben Wochen verhaftet, die beiden Töchter kamen in ein Heim. Erika von Falkenhayn starb 1975 im Alter von 71 Jahren. Der älteste Sohn fiel mit 17 Jahren im Jahr 1945 an der Front, der jüngere Sohn überlebte den Krieg und wurde Geschäftsinhaber einer Bank. Er starb 2012 im Alter von 84 Jahren. Von Trescos Leiche wurde vor den Augen seines schwer misshandelten Freundes von Schlapprendorf im Krematorium des KZ Sachsenhausen verbrannt. Von Tresco war selbst in den Vernichtungskrieg im Osten verwickelt. Ende Juni 1944 unterschrieb er im Rahmen der sogenannten Heuaktion einen Befehl, nachdem Jungs und Mädchen im Alter von 10 bis 13 Jahren, die Partisanen abgenommen wurden, zwangsweise ins Reich verschleppt werden sollten. 40 bis 50.000 polnische und ukrainische Jugendliche waren betroffen und wurden im Reich als Zwangsarbeiter eingesetzt. Diese Verschleppung der Zivilbevölkerung wurde während der Nürnberger Prozesse als Kriegsverbrechen eingestuft. Von Tresco war auch an anderer Stelle in den Partisanenkrieg verwickelt und mindestens durch Kenntnis, möglicherweise auch durch eigenes Handeln, an Besatzungsverbrechen oder auch Kriegsverbrechen beteiligt. Inwieweit Von Tresco Befehle aus eigener Initiative gab oder weitergeben musste, ist nicht genau zu ermitteln. Das Wissen um die eigene Schuld sowie die Kenntnis über zahlreiche Verbrechen durch die Wehrmacht und andere deutsche Dienststellen quälte Von Tresco sehr und trieb ihm im Laufe der Jahre immer wieder dazu an, aktiv gegen Hitler vorzugehen henning von tresckow ist heute eine wichtige historische figur im traditionsverständnis der bundeswehr eine kaserne in oldenburg ist nach ihm benannt und es hängt dort eine inschrift mit einem zitat von ihm am haupttor in potsdam gibt es ebenfalls eine henning-von-tresckow-kaserne an der führungsakademie der bundeswehr in hamburg gibt es ein henning-von-tresckow-gebäude in mehreren städten gibt es nach ihm benannte straßen und wege so zum beispiel in frankfurt kiel magdeburg und potsdam in Hannover wurde zudem eine Grundschule nach ihm benannt. Gedenksteine und andere Ehrungen wurden unter anderem in Potsdam und Berlin errichtet. Henning von Tresckow war schon früh ein Gegner Hitlers. Lange bevor Hitler militärische Niederlagen anhäufte und dadurch vor allem opportunistisch eingestellte Militärs sich dem Widerstand anschlossen, waren es von Tresckow und ein paar wenige, die aus idealistischen und moralischen Gründen das Hitlerregime ablehnten. Von Tresckow argumentierte sowohl aus einem religiösen als auch einem preußisch traditionalistischen Standpunkt heraus. Er war nationalkonservativ eingestellt. Sein Ideal war ursprünglich die Monarchie gewesen. Von Tresckow beweist aber durch sein Verhalten, dass man weder Demokrat noch Zivilist gewesen sein muss, um Hitler abzulehnen und aktiv gegen ihn vorzugehen. Im Gegensatz zu vielen Generälen blieb er nicht passiv und wartete darauf, dass jemand anderes die Drecksarbeit durchführte. Er wagte alles und war sich für nichts zu schade. Am Ende scheiterte er zwar, aber er erreichte das Minimalziel, was er sich selbst gesteckt hatte. Der Welt und der Geschichte beweisen, dass die deutsche Widerstandsbewegung unter Einsatz des eigenen Lebens den entscheidenden Wurf gewagt hatte. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal.